Ich hätte vor 2 Jahren mir niemals vorstellen können, in was für Abgründe man zum Teil guckt. Vielleicht fange ich mal mit der militärischen Strategie an, Herr Gebauer. Frau Ministerin, Sie haben gerade das Ziel der Operation beschrieben, so wie es auch im Mandat beschrieben ist, also den IS bekämpfen, seine Rückzugsräume zerstören. Was mich interessieren würde, was folgt daraus eigentlich militärisch für eine Strategie für diese Luftschläge? Sie haben gerade gesagt, Sie haben mit Ihren Kollegen schon aus den USA und so weiter gesprochen. Was haben Sie denn für eine Strategie dort besprochen? Was sollen die Luftschläge bringen? Soll der IS auseinandergetrieben werden? Soll er eher eingedämmt werden auf ein Kerngebiet? Das versteht man irgendwie noch nicht so ganz. Und dann eine Frage an Sie, vielleicht persönlich als Ministerin, als Sie ins Amt gekommen sind, waren ja eigentlich die Auslandseinsätze, gingen eher runter. Afghanistan stand damals vor der Abwicklung. Sie haben dann ein sehr großes inneres Reformpaket für die Bundeswehr angekündigt und haben sich damit auch profiliert. Was bedeutet oder was macht das mit Ihnen persönlich, dass Sie jetzt plötzlich nicht nur in Syrien einen sehr gefährlichen Einsatz starten, sondern dann auch noch in Mali einen weiteren sehr großen Bundeswehreinsatz, der auch erhebliche Risiken mit sich bringt? Vielleicht fange ich mal mit der militärischen Strategie an, Herr Gebauer. Natürlich muss es zunächst in dem Status, in dem wir uns gegenwärtig alle befinden, also die Lage, wie sie am Boden besteht, darum gehen, den IS einzudämmen. Das heißt, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, seine Nachschub- und Versorgungslinien, und zwar in jeder Beziehung, Rekrutierung, Finanzströme, Ressourcen zu unterbinden, seine Ausbildungsbasen zu zerstören und ihn damit dort, wo er gegenwärtig steht und wo wir ihn nicht bekämpfen können, nämlich dort, wo er ganz eng mit der Zivilbevölkerung in den Städten verzahnt ist, zu isolieren, und zwar so zu isolieren, dass er keine weitere Wirkung entfalten kann. Damit ist eigentlich erst die Grundvoraussetzung gegeben, also die Verhinderung der weiteren Ausbreitung, damit dieser politische Prozess, den die Ministerin erwähnt hat, vernünftig vorgetragen werden kann. Da betreten doch jetzt erstmalig Akteure einen Raum gemeinsam, treten in ein Gespräch ein, wie es noch vor wenigen Monaten undenkbar war. Das muss zu den langfristigen Erfolgen führen, die nachher auch eine Einheit der Bevölkerung gegen den IS erzeugen soll. Ihre Frage, Herr Gebauer. Ich hätte vor 2 Jahren mir niemals vorstellen können, in was für Abgründe man zum Teil guckt. Und gleichzeitig ist eine tiefe Hochachtung gewachsen vor der Aufgabe, die die Bundeswehr hat. Und damit meine ich eben nicht nur die militärische, sondern es ist vor allen Dingen auch dieses weite Feld, das sich einordnen in einen großen politischen Prozess und dort mit hoher Sorgfalt, hoher Integrität, wirklich Genauigkeit dann auch die Aufgaben, die man zu bewältigen hat, zu bewältigen. It's okay.